Ich habe schon immer gerne geschrieben. Schon als Schüler habe ich gerne geschrieben, habe verschiedene Schreibgeräte ausprobiert mit Füller und mit Bleistift und mit ganz dünnen Stiften. Und das hat mir schon sehr viel Spaß gebracht. Später im Studium habe ich dann die Tastatur und den PC für mich entdeckt. Und auch da habe ich gerne geschrieben, schön strukturiert. Das Ganze hat mir irgendwie Klarheit verschafft. Und also Schreiben war für mich schon immer besonders wichtig. Letztes Jahr habe ich mir dann überlegt, dem Ganzen mal auf den Grund zu gehen. Ich wollte ganz gerne mal wissen, warum Schreiben eigentlich so positiv für mich ist und was Schreiben eigentlich bewirkt. Auch in Bezug auf die Selbstführung finde ich das sehr interessant. Schreiben hat da auch ganz große Bedeutung. Und deswegen habe ich jetzt nach einem Buch gesucht, was mir meine Fragen beantwortet. Also das Thema hätte lauten sollen, warum Schreiben ist und warum Schreiben eigentlich so gut ist. Also irgendwas über Schreiben allgemein und die Funktionen, die dahinter stecken und die Wirkungen. Wie wirkt Schreiben eigentlich? Und ich bin nicht wirklich fündig geworden. Und naja, wie das dann halt so ist, dann überlegt man sich, man könnte ja eigentlich ein eigenes Buch darüber schreiben und sammelt dann mal ganz systematisch. Ein Professor von mir hat mal gesagt, wenn dich etwas wirklich interessiert, dann schreibe ein Buch darüber. Ja, und Schreiben interessiert mich wirklich und deswegen habe ich ein Buch darüber geschrieben. Am Ende habe ich 700 Studien oder Quellen analysiert und bin auf sage und schreibe 100 Wirkungen gekommen und habe dann auch noch mal ganz explizit danach gesucht, was für Vorteile hat es eigentlich mit der Hand zu schreiben oder welche Wirkung überhaupt hat es, wenn man mit der Hand schreibt. Und da habe ich auch 29 Wirkungen gefunden für das Schreiben mit der Hand. Sehr interessant. Ja, dieses Buch ist jetzt fertig geworden, das wollte ich Ihnen gerne mal vorstellen. Warum schreiben uns gesünder, glücklicher und erfolgreicher macht. Sehr interessant und das Buch stelle ich jetzt mal vor. Das Buch hat versteckt hinter Teilen und Kapiteln drei Ebenen. Die Ebene 1, das sind die Basiswirkungen. Dann kommt die Ebene 2, das sind die Folgewirkungen, die sich auf den Basiswirkungen aufbauen. Und dann gibt es noch die dritte Stufe, das sind dann die komplexen Wirkungen. Und unter anderem natürlich gesünder, glücklicher und erfolgreicher zu sein. Beginnen wir mit den Basiswirkungen. Ich unterscheide, und das machte für mich ziemlich viel Sinn, einmal die rein handwerkliche Tätigkeit des Schreibens. Können Sie sich vorstellen, Sie nehmen einen Stift zur Hand und schreiben damit, einen Füller, einen Bleistift oder so. Aber auch die Tastatur selber ist ja Handwerk, mit der etwas zu schreiben. Das alleine hat schon Wirkungen. Das zweite ist dann das Ergebnis des Schreibens, also was produziert man da eigentlich? Und das dritte ist dann die Kombination. Und das werden Sie wahrscheinlich gut nachvollziehen können. Wenn man schreibt, dann gibt es so einen Fluss, das Schreibend-Denken. Man schreibt und denkt gleichzeitig, das kann man gar nicht so unbedingt voneinander trennen. Und das ist dann, ich nenne es auch einfach mal Schriftlichkeit. Das definiere ich im Buch genau, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Auf jeden Fall sind das für die Basiswirkung die drei unterschiedlichen Teile, die man da unterscheiden kann. Im Kapitel 1 habe ich also die Wirkungen aufgeführt, die mir aufgefallen sind bei der handwerklichen Tätigkeit des Schreibens. Die sind: Schreiben bündelt die Aufmerksamkeit, Schreiben konditioniert Aufmerksamkeit, Schreiben entschleunigt, ermöglicht schonungslose Offenheit, zeigt, was ich denke, schafft eine schützende Distanz, macht geschickt, bringt Freude, also sinnliche Erfahrung, insbesondere dann natürlich, wenn man mit dem Füller oder mit dem Bleistift auf Papier schreibt, das ist ja schon eine schöne sinnliche Erfahrung. Aber auch bringt Freude beim akkuraten Denken. Und auch das ist hier, insbesondere wenn ich mit der Tastatur arbeite, kann ich sehr schön strukturiert denken und eine Struktur aufbauen. Und das ist damit gemeint, die Freude am akkuraten Denken. Und natürlich, Schreiben produziert Schönheit. Wenn man einen schönen Brief geschrieben hat, das sieht schon gut aus. Das Kapitel 2 beschäftigt sich dann mit dem Geschriebenen, also mit dem Ergebnis des Schreibens. Da gibt es folgende Wirkungen. Geschriebenes konserviert Informationen, strukturiert Informationen, konserviert Emotionen, kann weitergegeben werden, kann Emotionen verändern,
kann den Arbeitsbereich erweitern. Geschriebenes kann verglichen werden. Und Geschriebenes wirkt, macht Eindruck. Da geht es einmal um die Form, habe ich ja schon gesagt, ein schöner Brief, aber auch die Wirkung von dem, was man aufschreibt. Dazu komme ich später noch, aber die Basiswirkung ist, wenn man erstmal etwas aufschreibt, dann kann es, wenn man es weitergibt, wirken. Das ist damit gemeint. Im Kapitel 3 geht es dann um das Schreibenddenken, also die Schriftlichkeit. Diese Kombination zwischen Sie schreiben und Sie denken, das ist immer so ein Schlagabtausch miteinander, kann man ja nicht wirklich voneinander trennen. Und das ist im Kapitel 3 beschrieben. Die Wirkungen des Schreibenddenkens sind: Schreibenddenken ist präziser als Reden, lenkt die Aufmerksamkeit, ermöglicht Denkmuster, ermöglicht Denkkaskaden. Ja, Denkkaskaden, das ist dieses Stufenkonzept. Wenn Sie mit einer Gliederungsstruktur arbeiten, können Sie sich so sehr schön strukturiert immer tiefer in ein Thema hineindenken und arbeiten und schreiben. Und das ist mit Denkkaskade gemeint. Schreibenddenken schafft Verbindlichkeit und Schreibenddenken intensiviert die Gefühle. Also das sind die Basiswirkungen, die ich hier aufgeführt habe. Und die führen dann in Kombination und mit Ergänzung zu den Folgewirkungen. Die Folgewirkungen sind also: Schreibenddenken verändert die Einstellung und die Gefühle. Kapitel 5. Schreiben, Denken motiviert. Kapitel 6 hilft Denken. Kapitel 7 macht schlau. Kapitel 8 Schreiben, Denken macht gute Laune. Kapitel 9 Schreiben, Denken macht Freunde. Kapitel 10 Schreiben, Denken macht sie stark. Kapitel 11 Schreiben, Denken verändert ihr Verhalten. So, jetzt sind wir bei den komplexen Wirkungen, die sie auch darauf aufbauen. Und jetzt kommen wir zu dem Teil gesünder, glücklicher und erfolgreicher. Kapitel 12, gesünder durch Schreiben über negative Ereignisse, über positive Ereignisse, über Lebensziele und auch über romantische Beziehungen. Das ist wirklich interessant. Da konnte ich auf die Bücher von Frau Dr. Silke Heimes zurückgreifen. Die hat ein sehr, sehr schönes Buch dazu geschrieben, Warum Schreiben wirkt. Und das hat mir die Augen geöffnet. Und da waren noch sehr, sehr viele Studien. Ich habe auch einen Teil davon in meinem Buch hier nochmal zitiert. Und das hat mich auch begeistert. Also jetzt, man denkt immer, ja, das funktioniert schon so. Aber dass es tatsächlich weltweit so viele Studien gibt, die sich tatsächlich mit der Wirkung vom Schreiben beschäftigen, das ist schon faszinierend. Was ich auch faszinierend finde, ist, Frau Professor Dr. Med Silke Heimes hat sich damit auseinandergesetzt, wobei sie erstaunlicherweise gar keine Psychologin ist. Also sie ist Medizinerin und hat sich trotzdem dieses Themas sehr, sehr qualifiziert angenommen, ist einfach toll, was sie alles herausgefunden hat. Und mich hat es nur erstaunt, dass die Psychologie sich so nicht damit auseinandersetzt. Ich hätte jetzt erwartet, dass es so psychologische Lehrstühle gibt an den Unis, die sich genau mit diesem Thema auseinandersetzen, denn die Wirkungen, die bislang in den Studien herausgefunden wurden, die sind enorm. Also man kann damit so viel erreichen, aber das finden Sie in dem Buch oder dann eben in dem Buch von Frau Dr. Heimes, das ist faszinierend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon reicht. Man kann da wahrscheinlich noch viel mehr machen, aber das hat mich erstaunt. Na gut, also kommen wir jetzt zum nächsten Kapitel, Kapitel 13. Schreiben wirkt auch bei, und jetzt geht's los, posttraumatischen Belastungsstörungen, bei Depressionen, bei Essstörungen, bei Suchterkrankungen, bei Immunschwäche, bei Krebserkrankungen, bei schmerzassoziierten Krankheiten, bei Lungen-, Herz- und Hauterkrankungen. Hätten Sie das gedacht? Ich auch nicht. Ich bin da gar nicht so tief drauf eingegangen in meinem Buch, weil das kann Frau Dr. Heimes viel, viel besser als ich. Am Ende steht drauf, es gibt so viele Untersuchungen, das war so, schreiben Sie über Gutes und schreiben Sie über Schlechtes, auf jeden Fall werden Sie am Ende gesünder. Gibt es auch so Studien, dass
die Anzahl der Arztbesuche abnimmt und so weiter. Faszinierend. Also das ist die Begründung, warum Schreiben gesünder macht. Und wenn Sie medizinisch und psychologisch an der Stelle interessiert sind, empfehle ich Ihnen das Buch von Frau Dr. Heimes. Kommen wir jetzt zum vierten Teil, warum uns Schreiben glücklicher macht. Kapitel 14. Glück durch Freude am Schreiben, Glück durch Schönheit, Glück durch positive Erinnerungen, Glück durch Freude bereiten, Glück durch Kommunikation, Glück durch tiefes Denken, Glück durch persönliches Wachstum, Glück durch Einstellungsveränderungen, Glück durch guten Umgang mit Gefühlen, Glück durch Gesundheit, Glück durch leichteres Lernen, Glück durch nicht vergessen werden, Glück durch Sichern eines Gedankens, einer Idee, Glück durch ein leichteres Leben und Glück durch Lesen. Der fünfte Teil beschäftigt sich jetzt mit dem erfolgreicher sein. Und auch da ist es, gibt es ist eine komplexe Folgewirkung und auch ganz faszinierend. Eine ganz besondere Faszination. Es gibt tatsächlich auch eine Studie, auf die weise ich auch hin, die sagt, wenn ihr eure Ziele aufschreibt, wenn ihr euch mit eurer Zukunft beschäftigt, dann werdet ihr diese Zukunft eher und schneller erreichen. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Also da muss man auch dann gar nicht sagen, ja, es ist gut, ich bin ja auch ein Freund von der Selbstführung und von Ziele aufschreiben und Historie abarbeiten und so weiter. Und das macht jetzt alles so viel Sinn, weil es alles wissenschaftlich erwiesen ist. Und da muss man auch nicht mehr diskutieren. Das finde ich total gut. Also, naja, ich stelle dir erstmal vor, was es für komplexe Folgewirkungen gibt, die dazu führen, dass sie erfolgreicher sind. Kapitel 15. Erfolg durch Denken in Aktivitäten, Erfolg durch Tagesplanung, Erfolg durch Reflexion, Erfolg durch Lernen aus Erkenntnissen, Erfolg durch Gewohnheiten und Routinen, Erfolg durch Checklisten, Erfolg durch Selbsterkenntnis, Erfolg durch schriftliches Fixieren von Gedanken, Erfolg durch entscheidungsorientiertes Denken, Erfolg durch Weitsicht, Erfolg durch Zielklarheit, Erfolg durch Kontrolle, Erfolg durch gute Kommunikation und Erfolg durch Motivation. Großartig. So. In Summe sind es jetzt schon 100 Wirkungen, also Basis und Folgewirkungen und komplexe Folgewirkungen des Schreibens. 100 Stück. Und als ich so weit war, hat es mich wirklich gefreut. Also es war einfach so, ha, ich habe es immer gewusst. Und jetzt, ja, so ist es dann halt. Sehr schön. Dann ging es aber noch weiter, habe ich mich gefragt, ja, ich bin ja auch ein Freund des Handschreibens. Welche Vorteile hat das Schreiben mit der Hand? Und das ist auch an der Uni und beim Lernen und so weiter, gibt es viele. Gibt es ja viele Fragestellungen, macht das jetzt Sinn, mit dem iPad zu schreiben oder ist es besser, handschriftlich mitzuschreiben oder gar nicht nur zuzuhören oder wie auch immer. Und deswegen gibt es noch ein weiteres Kapitel, das beschäftigt sich nämlich mit den besonderen Wirkungen des Schreibens mit der Hand. Auch hier habe ich unterschieden, in die Basiswirkungen des Schreibens mit der Hand und den Folgewirkungen des Schreibens mit der Hand. Kapitel 16, die Basiswirkungen des Schreibens mit der Hand. Schreiben mit der Hand ist ein haptischer Genuss, hinterlässt einen persönlichen Stempel, macht gute Laune, fördert das selektierte Mitschreiben, kostet weniger Aufmerksamkeit, hat mehr Fokus auf den Inhalt, gibt dem Inhalt mehr Zeit zum Verarbeiten, nutzt mehr Gehirnbahnen, nutzt das Bildgedächtnis, trainiert die Motorik und Sensorik, fördert die kognitive Entwicklung, schafft einen internen Speicher, ist schneller als Tippen mit der Tastatur, produziert Emotionen. Und daraus ergeben sich dann die Folgewirkungen hier in Kapitel 17 aufgeführt. Das Schreiben mit der Hand fördert die Entwicklung, verbessert das Erkennen von Zeichen, erleichtert das Lesen lernen, verbessert die Rechtschreibung, verbessert den Satzbau, schafft bessere Texte, fördert das Selektieren, fördert das Verstehen in Vorlesungen, erleichtert das Lernen,
speichert Wissen besser, verbessert die Beantwortung von Testfragen, fördert akademische Leistungen, ist eine Voraussetzung bei Prüfungen und macht kreativer. Ja, das hat mich auch sehr gefreut. Viele sagen dann ja, nein, ich muss nicht schreiben oder ich muss auch nicht mit der Hand schreiben, ich kann das alles mit der Tastatur. Das sind 29 Wirkungen, die eindeutig dafür sprechen, und das ist wissenschaftlich bewiesen, dass das Schreiben mit der Hand eben diese besonderen Wirkungen und die Vorteile gegenüber der Tastatur hat. Und weil ich aber auch ein Fan davon bin, mit der Tastatur zu schreiben, habe ich denn dem auch ein eigenes Kapitel gewidmet, die Vorteile des Schreibens mit der Tastatur. Kapitel 18. Die Vorzüge der Tastatur. Schreiben mit der Tastatur ist lesbarer, produziert mehr Zeichen, kann Inhalte gestalten und kann besser verteilt werden. Wahrscheinlich gibt es noch mehr Vorteile, aber die habe ich auf jeden Fall schon mal gefunden. Wenn Sie weitere Vorteile haben, schicken Sie mir gerne eine Nachricht. Ich kann ja für die zweite Auflage nämlich auch gerne noch weitere Wirkungen, die Sie empfinden oder die Sie kennen, gerne noch mit auf. Nun weiß ich ja, dass viele Leute mit dem Schreiben mit der Hand leichte Probleme haben oder einfach nicht so gerne schreiben. Da es aber so viele Vorteile hat, weil es auch so praktisch ist und auch so nah am Herzen ist, habe ich dann ein eigenes Kapitel dazu geschrieben, wie man jetzt die Tür zu seinem Glück, nämlich dem Schreiben mit der Hand, öffnen kann. Und das ist das Kapitel 19. Das Ziel ist, leicht zu schreiben. Dazu muss ich schon mal etwas sagen. Es geht hier nicht darum, die perfekte Schrift zu haben, sondern es geht darum, dass Sie gerne und leicht schreiben. Ob das einer lesen kann außer Ihnen oder nicht, ist auch gar nicht erstmal so wichtig. Wäre natürlich schön, aber das ist gar nicht mal so wichtig, sondern wichtig ist, dass Sie sich befreien können, dass Sie leicht und schnell schreiben können. Und deswegen lautet das Ziel auch nicht schön schreiben, sondern leicht schreiben. Schritt Nummer 1. Finden Sie einen guten Ort. Schritt Nummer 2. Finden Sie den perfekten Stift. Finden Sie die Haltung des Stiftes, die zu Ihnen passt. Üben Sie die Grundschwünge. Legen Sie die Größe Ihrer Buchstaben fest. Legen Sie die Schreibgeschwindigkeit fest. Finden Sie Ihre Großbuchstaben. Finden Sie Ihre Kleinbuchstaben. Und Schritt Nummer 9. Üben Sie. Und dann gibt es noch einen Part, den ich auch ganz schön finde. Da geht es um die Unterschrift. Viele sind auch unglücklich mit der Unterschrift. Und auch hier kann man durch Üben, aber man muss sich einfach nur damit mal beschäftigen, kann man seiner Unterschrift stark arbeiten. Das ist alles machbar. Dazu gibt es übrigens auch ein ganz nettes Produkt. Auch da gab es auch nichts so Richtiges, fand ich. Und deswegen habe ich ein Schreibübungsheft für Erwachsene aufgelegt. Wenn man dann möchte, kann man sich anhand dessen ganz gut orientieren und voranmachen. Das funktioniert schon. Und damit das alles nicht so theoretisch ist, habe ich noch ein weiteres Kapitel hinzugefügt, das Kapitel 20. Wie kann man schreiben? Und ich denke jetzt hier vor allem auch an Schreiben mit der Hand, aber letzten Endes kann man auch mit der Tastatur mehr schreiben im Leben. Wie kann man das Ganze umsetzen? Welche Möglichkeiten gibt es dazu? Und dazu habe ich dann das Kapitel 20 gemacht. Und das hat verschiedene Vorschläge, wie man Schreiben in sein Leben mehr integrieren kann. Und das ist einmal zum täglichen Schreiben, dann kann man Kalender nutzen, Notizbücher nutzen, Kalendarien und Kladden nutzen, Karteikarten nutzen, Tagebuch führen, Briefe oder persönliche Notizen schreiben. Zum Thema Tagebuch führen, da hätte ich ja ein ganzes Buch schreiben können, gibt es aber auch schon ganz tolle Bücher. Wenn Sie an dem Punkt sind und wenn Sie sich motivieren können, Tagebuch zu schreiben, es ist, ja, es wird Ihr Leben, glaube ich, verändern. Sie merken schon, ich bin schon ein Freund des Schreibens. Ich glaube, das ist deutlich geworden. Ich habe mir also die Mühe gemacht, dieses Buch zu schreiben. Und ich hoffe, und das ist auch meine Erwartung, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber man denkt immer, ja, Schreiben ist ganz gut und naja, Schreiben mit der Tastatur, Schreiben mit der Hand, das ist alles ein bisschen diffus. Ich denke einfach mal, wenn man weiß, was Schreiben, egal mit der Tastatur oder mit der Hand, was das so bringt, dann ist man grundsätzlich motivierter. Und ich hoffe, dass mit dem Buch und vielleicht verteilen Sie es weiter und sprechen mal drüber,
wenn man mehr schreibt, dann wird man am Ende, und das ist ja auch der Titel, wird man am Ende gesünder, glücklicher und erfolgreicher. Und wenn man das jetzt mal ein bisschen weiter denkt, manche sagen ja, schreiben ist mir nie bewusst geworden. Und vielleicht gelingt es mit diesem Buch, das Bewusstsein für dieses tolle Instrument des Schreibens mal in die Welt zu bringen. Das ist immer so, wenn man auf einmal weiß, aha, ja, es funktioniert, das ist auch wissenschaftlich erwiesen, ist man vielleicht überzeugter und ein Stückchen weit motivierter, mehr zu schreiben und darüber zu sprechen und vielleicht auch andere dazu zu motivieren. Ja, das wäre so mein Wunsch mit dem Buch. Gibt es bei uns im Shop und bei Amazon.